Wir sind hier auf der fünften Vollversammlung des Synodalen Weges, der Endetappe. Und bei mir ist Dr. Michael Müller vom Priesterrat aus Fulda. Wie erleben Sie die Debatte? Also wie immer sehr lebendig, aber auch sehr kompetent. Und ich glaube, in dieser Debatte spürt man diesen Geist von Frankfurt, von dem wir ganz am Anfang ja schon gesprochen haben. Und es bewegt sich was in der Kirche. Das glaube ich auf jeden Fall. Das spüre ich auch in ganz vielen Gesprächen auf den Fluren, am Abend, beim Essen. Auch bei vielen Bischöfen bewegt sich was. Und ich persönlich hätte mir vor 20 Jahren eine solche Veranstaltung noch nicht vorstellen können und viele andere auch. Und dass es überhaupt möglich ist, dass sich Menschen treffen, auf Augenhöhe miteinander sprechen, das ist, glaube ich, schon mal insgesamt ein gutes Zeichen bei allen Schwierigkeiten, bei allen Blockaden, die es auch gibt. Wir hatten gestern zum Beispiel eine spannende Debatte, da ging es um das Pflichtzölibat, um das eheliche priesterliche Leben sozusagen, um den Pflichtzölibat. Da haben Sie sich sozusagen auch in die Debatte eingebracht. Was war da Ihr Punkt? Mein Punkt waren die vielen Priester, die im Laufe der letzten Jahrzehnte ihr Amt aufgegeben haben. Und die von der Kirche im Grunde bestraft wurden, sanktioniert wurden, die noch nicht einmal eine Lesung mehr vorlesen durften. Und da habe ich ganz viele persönliche Schicksale auch im Blick, auch aus meinem persönlichen Umfeld, wo ich den Eindruck habe, das sind tolle Leute, auf die wir eigentlich nicht verzichten können. Und auf die habe ich hingewiesen und gesagt, hier brauchen wir eine neue Sichtweise. Da hat sich in den letzten Jahren unter Papst Franziskus einiges verändert. Papst Franziskus hat ja auch Besuche gemacht bei solchen Menschen, bei ihren Familien. Aber ich finde es wichtig, dass wir da eine neue Haltung bekommen. Insgesamt eine neue Haltung heraus aus diesem Bestrafen hin zu einer Inklusion und der Frage, wie können wir diese Leute integrieren? Wie können wir sie in die kirchliche Arbeit weiter einbinden? Ich glaube, das ist ein großer Schatz, den wir heben müssen. Ein barmherziger Blick, gerade dann, wenn das, was man möchte, vielleicht scheitert. Das gehört zu unserem Leben. Wir erleben die Debatte hier als sehr offen. Es kommen manchmal Dinge zur Sprache, wo ich denke, das wäre vor einigen Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Ist das ein Erfolg? Das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Und ich persönlich habe auf mein Statement hin interessanterweise viele Rückmeldungen gehabt, auch von Bischöfen, die auf mich zugekommen sind und mir auch persönliche Beispiele, Schicksale erzählt haben von Kollegen, die Sie kennen, wo ich den Eindruck habe, ja, da ist eine neue Sichtweise bei vielen angekommen. Jetzt gibt es hier die Kritik, dass man sagt, es werden viele Prüfaufträge sozusagen nach Rom gegeben. Man wünscht sich bisweilen noch konkretere Entscheidungen. Wie sehen Sie das? Also ich bin von meiner Profession her Kirchengeschichtler. Und von daher weiß ich, wie lange vieles gebraucht hat. Natürlich sind wir in einer schnelllebigen Zeit. Und ich sitze bei vielen jungen Menschen mit meinem Buchstaben M. Da spüre ich die Ungeduld. Die ist bei vielen da. Wir warten seit Jahrzehnten auf manche Entscheidungen. Aber andererseits glaube ich, es gibt wenige Epochen in der Kirchengeschichte, wo sich so viel getan hat in der katholischen Kirche, wie seit dem Ende des Zweiten Vatikanums. Von Karl Rahner stammt ja das große Wort am Ende des Konzils. Das war der Beginn eines Beginns. Und ich glaube, das kann man auch für den synodalen Weg sagen. Es ist der Beginn eines Beginns und es wird sich von Frankfurt aus vieles verändern. Manches wird auch scheitern, manches gerät vielleicht auch in eine Sackgasse, aber ich bin überzeugt, vieles wird ein Feuer entfachen. Ich sage es mal so, wenn man Wasser irgendwo ausgießt, das sucht sich immer den Weg nach unten, egal welche Dichtungen man einfügt, es findet seinen Weg. Diesen hoffnungsvollen Worten schließen wir uns gerne an. Herzliches Dankeschön, Dr. Michael Müller bei uns im Domradio-Gespräch. Herzliches Dankeschön. Ich danke auch. Vielen Dank.